Von Zeit zu Zeit wird uns eine Frage gestellt. Und diese Frage lautet: Du, Stefan, sag mal, dieses NLP, das du da so machst, wie kann ich das lernen? Was muss ich dafür tun? Und die Antwort ist ganz simpel. In der INELPTA, der International NLP Trainers Association, gibt es unterschiedliche Ausbildungsstufen. Man kann, wenn man das möchte, beginnen mit dem sogenannten Diploma. Das Diploma beschäftigt sich an 4 Tagen mit den Grundwerkzeugen des NLP. Zum Beispiel dem Metamodell der Sprache, den Grundannahmen im NLP, mit dem Milton-Modell, mit Ankertechniken und sonstigen leicht zu erlernenden Werkzeugen. Und dieses Diploma gibt dir an diesen 4 Tagen ein erstes Gefühl dafür, was könnte NLP für dich bedeuten? Was könntest du mit diesen Werkzeugen anfangen? Und ein großer Vorteil ist, dass dein Invest, sowohl der finanzielle als auch der zeitliche, sich sehr im Rahmen hält. Wenn du dann deine Entscheidung triffst, dass NLP dein Leben, dein Fühlen, die Art und Weise, wie du von nun an mit anderen Menschen in Kontakt treten kannst, so positiv beeinflusst, wie du es dir gewünscht hast, dann kannst du den 2. Schritt gehen. Diesen 2. Schritt nennen wir den NLP Practitioner. Im Practitioner, hier ist der Name Programm, beschäftigen wir uns sehr praktisch mit den Inhalten aus dem NLP. Wir üben. Wir gehen in Kleingruppen, in Zweiergruppen, wir probieren aus, wir sehen, was es zu sehen gibt und wir fühlen, was es zu fühlen gibt, um einfach eine sehr tiefe und fundierte Routine in das zu bekommen, was andere Menschen sich versuchen, aus Büchern anzueignen. Nach 15 Tagen wirst du mit 2 Sachen ausgestattet wieder nach Hause fahren. Auf der einen Seite hältst du das offizielle INELPTA Practitioner-Zertifikat in deinen Händen. Und auf der anderen Seite, und das ist mindestens genauso wertvoll, vielleicht sogar noch etwas mehr, wirst du deinen Koffer vollgepackt haben mit neuen Ansichten, mit neuen Erfahrungen und du wirst ab sofort in der Lage sein, dein Leben, deine Kommunikation, dein Fühlen und somit einen großen Teil deines Lebens selbstbestimmt und selbstverantwortlich so zu definieren, dass du jederzeit in der Lage bist, genau das zu tun, genau so zu agieren, wie du es möchtest. Vielleicht anders als noch vor diesen 15 Tagen. Und es ist völlig egal, ob du dich entweder für das Diploma oder gleich für den Practitioner entscheidest. Lass es mich mit einem Zitat sagen. Schon Erich Kästner sagte: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Entscheide du, ob du zunächst den kleinen Schritt in das Diploma machen magst oder ob du schon jetzt davon überzeugt bist, dass NLP auch dein Leben nachhaltig verändern kann. Dann herzlich willkommen im Practitioner.